Peking und Harbin erreichen wir Hegang, eine Stadt mit über 1,1 Millionen Einwohnern, ca. 70 Kilometer von der sowjetischen Grenze entfernt. In Hegang finden wir ein intaktes Eisenbahnnetz mit Dampfloks und E-Loks aus DDR-Produktion vor, welche für den Personennahverkehr und den Fabrikverkehr eingesetzt werden. Die nächsten 2 Wochen bedeutet für uns, dass es immer unter 10 Grad minus ist, teilweise bis zu minus 30 Grad, was besonders den Digitalbändern Probleme bereitete.
In Hunan wird für uns ein Dampfzug eingesetzt, der uns mitnehmen sollte, uns aber einfach stehen ließ. Die Strecke ist 32 Kilometer lang und wird normalerweise nur von einem Triebwagen befahren. Auch für Kohlezüge dient die Strecke noch. Eine Ersatzlok wurde noch für uns bereitgestellt. Lang genug aushält. Ich könnte auch auf dem offenen Wagen euch noch aufsetzen.